So, starten wir nochmal. Oh, ist ordentlich. Komm, jetzt fahren wir gescheit. Jetzt tue ich mal so, als wenn ich es können würde. Scherbenfrei. Oh. Oh, das schaut gut aus bis jetzt. Noch keine Delle in meinem roten Lack. Kein Kratzer, gar nichts. Ich weiß schon, es ist ein kleiner Einland, aber trotzdem. Wie die da abbremsen, brutal. Kann er gemütlich eine Runde... Hey! Da will ich noch gemütlich eine Runde fahren da. Was ist denn? Hallo? Auf der Seite sieht man irgendwas. Schon wieder? Was bleibst denn da stehen? Sackepicker, echt. Unerhört. Wow. Das ist wirklich sehr vorsichtig unterwegs. Und vielleicht liegt es wirklich an meinem Setup mit diesem extremen Radsturz, dass ich einfach die Kurven wirklich so flott machen kann. Platz 1 in greifbarer Nähe, da kommt auch wieder Camping, fahr weiter jetzt einmal, fix. Gut, dann fahr ich vorbei. Ja, hey. Ist ja gleich beleidigt, weil ich vorbeifahren will, oder wie? Macht er gerne auf Karosserierache. Das ist vor allem, da braucht man nicht so viel Bremsen, da kann man flotter durchfahren. So, wieder keiner von mir, ganz schlecht. Da fehlen die Indikator für mich, ganz einfach. Aber das kriegen wir schon hin. Eine Runde müssen wir noch. So ist es gefährlich, den Bremspunkt da hinten erwischen. Jetzt mit Full Speed daher, hinter mir ist nichts. Ich bremse einfach mal entsprechend rechtzeitig, ja viel zu früh, aber so ist lieber das. Lieber zu früh, als wir irgendwo in der Wand drinnen picken.
Nein, Ideallinie ist weit woanders. Oh, was muss man? Oh, jetzt bin ich sehr langsam unterwegs da wieder. Aber ob schon nach hinten auch ausreichend. Ausreichend. Oh, oh, oh. Meine Pferdchen bleibt auf der Spur. So, ab Richtung Ziel. Oh, hätte eine Sandkiste küssen da, na? Und da sind wir. Mal wieder Sieg, na Gott sei Dank. Gut fürs Ego. Für die Psyche. Und fürs Bankkonto vor allem. Ja doch, Grazer, Schrammen, Dellen. Na, was soll's. Medaille Gold. So, 10.000 Credits wieder abgesahnt. Mal schauen, wie ich da in der Platzierung bin. So, 43.000 wieder raufgestiegen. Oh, der Peter, schau, da stehst du auch. Peter 1984. Bist du vor mir? Ah, aber gleich mal um eine Ecke. Bist du narrisch. Knappe Sekunde, nicht ganz, ja. Gut, egal. Weiter geht's. Von Circuit de Catalunya, von Spanien nach wohin? Die nächste Veranstaltung führt uns auf den historischen Sebring International Raceway. Nach Sebring. Ah, okay, das wird aber spannend, das ist nämlich auch eng. Nicht so ganz mein Ding. Die Strecke schon lustig zum Fahren ist, nur also da ist ja diese ungehobelten Typen da. Da hat immer keiner Zaum gekehrt. Da schaut, da liegt immer ein Haufen Reifenabrieb herum. Oh, Verfolgungsjagd. Fahren Sie gegen Ihren Rivalen, um in dieser verkehrsreichen Runde ans Ziel zu gelangen. Mal schauen, wer mein Rivale ist. Da bin ich jetzt neu. Startaufstellung. Achtung, wer ist mein Rivale? Der Sergeant Forgiven und der Marcel. GNR Marcel von insidexbox.de. Schöne Grüße. Haben alle schwächere Fahrzeuge. Wie schaut das an? Ein Celine und ein, oh, ein Enzo. Okay, na dann. Schauen wir mal. Hat er gesagt, der Kaiser, oder? Ja, egal. So, aus der Bahn, ich komme. Ich weiß immer so gemein, dass die anderen immer da vorne starten, ich muss aber hinterher. Celine vor mir, man hört's. Celine haben wir schon mal. Oh. Ah. Meine Ferrari kommt, mein Freund, da hast du Platz zu machen. So schaut's aus. Das sind die Regeln der Rennstrecken. Aus, Punkt, fertig. Weg. Hutschachteln bitte auf der linken Fahrspur fahren, Hutschachteln bitte links fahren. Oh, drei Runden habe ich Zeit übrigens da, sehe ich gerade. Ja, die Wand kommt näher, bleib weg da von mir. So ist denn das vor mir eigentlich, so ein Laufpass, wer welches Fahrzeug hat. Ich glaube, der Marcel hat den Ferrari. Wow. Ach du Scheibe, jetzt kommen wir genau da rein zu dir, da. Warte, schon durchschleichen. Ach, geh hau ab.
Na! Oh, ich finde die Wiese. Ah! Ah, gute Idee. Halt ihn auf, jawohl. Ich schlittert nur herum. Was ist denn los? Okay, ausgetrickst. Wow. Platz 1. Aha. Lass mal gemütlich reinrollen. Aufpassen, dass es nicht zu gemütlich wird. Na, nach hinten ist Abstand, passt. Ziel. Ah, ich muss noch, ich muss noch runterfahren. Ah, das war schon ein paar Mal passiert, dass ich den Controller schon auf die Seite gelegt habe, obwohl es noch gar nicht aus war. So, weg, macht es Platz ein bisschen für mich. Nicht so extrem abkürzen. Man, diese langsamen Dosen da, die sind schon nervig. Vor allem, weil der Abstand nach hinten nicht so groß ist. Komm vorüber. Ja, jetzt passt es aber, schau. Jetzt ist hinterbei ein Platz, wenn ich so einen abschieße von diesen kleinen. Ja, genau so, dann bin ich. Ah, jetzt hier aus, gut. Oh, Wand! Au! Und tschüss, jawohl. Na bitte, das ging doch. Ei, die Motorhaube ein bisschen, also Motorhaube ist ja falsch, zuvor ist ja der Kofferraum, oder Kofferraum kann man nicht sagen, die, eigentlich ist es die Hut, na was sind das da eigentlich beim Ferrari vorne? Das ist die Kreditkartenablage wahrscheinlich, weil mehr viel, recht viel mehr Platz ist da nicht drinnen. So, das Event gewonnen. Ein bisschen vorgearbeitet. Scheiße, der Beste fährt hier eine 1.07.1. Das sind 11 Sekunden schneller. 11 Sekunden. Alter, wo holt er das? Mit was fährt er da vor allem? 11 Sekunden. Das ist unglaublich. Es geht zurück auf die Straßen von Le Mans. Zur heutigen Veranstaltung auf dem Circuit de la Sarthe. Oh, Bugatti Circuit. Das ist ja der kurze. Wo der Ferrari eigentlich auf die Lange gehört, oder? Normal ist da. Wäre es gescheiter, wenn da wirklich ordentlich die komplette Strecke wäre. Aber gut, nutzt ja nichts. Wir nehmen, was wir kriegen. Wir haben keine andere Chance. So, laut ein bisschen flotter, geht schon. So, Bugatti Circuit. Das ist die kurze Variante da. 86 Fahrenheit, 30 Grad, Startaufstellung, wird sich eh nichts geändert haben, ist immer das gleiche eigentlich. Oh nein, doch, gar nicht wahr. Max BFPC 2 ist dabei, Marcel ist dabei. Ja, ist eh wurscht. Eigentlich, wenn unsere Selig sind, spielt es keine Rolle. 1,36 für wieder der Beste, der Hornet, schon wieder. Mein Bestes ist 1,47, schon wieder. Genau, 11 Sekunden immer, schau, immer 11 Sekunden. Ja, ich glaube, ist ein bisschen Zauberer. Oh, ist ein Heck. Und los. Wow, wie gibt es das? Wie gibt es das, dass die das so schnell bremsen? Mann, gut, schaut man nicht. Reden wir nicht drüber.
Keiner hat's gesehen, keiner war dabei, gibt keine Beweise. Und ab die Post. Sie ist nicht schwer, diese Start, weil die dann so willkürlich bremsen. Das ist so ein Geschieben und Gedränge, jedes Mal bin letzter, hallo. Ich bin letzter nur, weil ich versuche, hier schadensfrei durchzukommen. Es wird nicht gewürdigt, echt. Weil die Rahmen da alles weg. So, weg da, komm. Lass mal los von Italiener. Boah! Gut so. Ja, Heike Schleichte! Das schiebt mir doch dagegen, dass ich mir nicht dazugehören würde. Du hast drei Runden, das hole ich alles auf. Alles hole ich auf. Da dran bin ich wieder. Meine Bremsen sind wesentlich schwächer, das schaut echt. Okay, die brauchen so viel Platz da. Du kannst echt nur mit der Brechstange vorarbeiten. Nur mit der Brechstange. Wahnsinn. Muss ich schon bei der Feuerwehr sein. Spreizer und eine Bergeschere, alles mit. Und dann kämpfst du nach vorne. Ja, so bin ich auf Platz 7. Vom letzten Platz vorgearbeitet. Unglaublich. Boah! Na, 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 na. Nur die KI schafft es, sich aus dem Sand möglichst schnell zu befreien. Bei so viel habe ich dann verloren. Drei Plätze, das geht. Hör auf zum Rammen. Haup, geh weg. Ich mag das nicht, diesen Vollkörperkontakt da. Privatsphäre, Privatzone. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Geh weg da! Hau ab, Zitronenfalter! Was bist denn du für einer? Das hast du auch schon vergeben. Du kriegst keine. Ein bisschen abkürzen kann man da, du hast rechts die Klebefläche, dann muss ich ein bisschen umfahren, dann geht's. Also irgendwie macht mein Auto, was es will. Echt unglaublich. Und ich fahre einfach zu schnell, kann auch sein, was es hier was. Ah, oh, wollte gerade sagen, das ist ja schon wieder da. Der gelbe Blitz. Ja, komm, halt ein bisschen auf da. Platz 6, bin besser wie ich vorher war. Letzte Runde. Ah, das Auto, ich weiß nicht, was los ist da jetzt. Was macht denn der Wagen? Nicht das, was ich will, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben irgendwie einen Ziegelstein in den Kofferraum gelegt oder irgendwas. Keine Ahnung.
Da hat jemand Platten. Da hat mich da einer von Watch Dogs gehackt und irgendwo so ein Nageldingsbums ausgefahren. In einem Silberbereich bin ich wenigstens. Aber die Strecke, die liegt mir überhaupt nicht. Das ist ja was nicht. Irgendwie komme ich auf die meistens nicht so richtig klar. Haupt. Gelten diese Klebeflächen eigentlich für die KI auch? Ja, sei es recht. Mir kommt immer vor, dass die da überall einfach durchrauschen können, was einem taugt. Oh, da kommt jetzt der Drohnenfalter schon wieder da hinten. Oh, oh, oh. Jetzt geht's ja aus. Gott sei Dank. Boah, eine harte Partie das Ganze da. Mann, oh Mann. Ja, Silber immerhin. Ja, es braucht ja nicht jede Strecke einem liegen, das ist auch ganz klar. Ich könnte mir nicht sagen, was mir wirklich liegt. Ich meine, diese rote Plante, diese Sachen mag ich schon, mag eher diese, also diese engen Kurvenfahrerei mag ich nicht. Da bin ich einfach zu unkontrolliert, da habe ich einfach zu wenig Skill dafür. Oder das falsche Setup, das kann man jetzt ziemlich will, ich weiß auch nicht. Aber ich sage eher, dass ich schuld bin und nicht das Fahrzeug. Das ist so wie beim Tennisspielen, dass immer der Tennisschläger schuld ist. Aber gut. So, von Le Mans geht's jetzt nach. Die idyllische Hügellandschaft von Arquette Lake in den USA für ein weiteres Rennen auf der Road America. Genau, Road America wird auch übrigens das letzte Race sein in dieser Übertragung. Dann ist einfach Zeit, das Mittagessen zu richten. Bitwalk hat Hunger. Hunger. Na, Frau kommt nach Hause und so. Ja, ein bisschen die Bude auf Vordermann bringen. Es nutzt nichts, man kann nicht den ganzen Tag zocken, das geht ja nicht. Naja, ginge schon, aber. So, jeder, der Familie hat, Frau und Kind, der weiß, wie das ist. So, pass auf. Und ich darf nicht lange herumfahren, wir gleich. Also, wir können aufgepasst. Lange Strecke, kurze Strecke? Was für Strecke haben wir denn? Ah, lass uns überraschen. Na, da gibt's doch eh nur eine. Na, da gibt's eh nur eine. So, jetzt verwechselt. So, Bremspunkt. Keine Ahnung, wo der da ist. Weg. Ich bremse jetzt einfach einmal. Oh, ohne Grün ist besser. Der wäre schon von hinten gemaßregelt. Oh, what? Na, nicht da drücken. Neu starten. Fix. Ja, Brecheisentechnik, das geht einfach nicht. Sonst nix. So, Fuel gleich korrigieren. Ich kann mit der Außenfuel nicht fahren. Echt, ich kann das nicht. Ist das was ich bei Watch Dogs einmal ärgert, weil die Cockpit-Fuel ist einfach nicht realistisch. Ich brauche einfach diese Bewegung vom Fahrzeug, diesen Unterschied zur Strecke, die muss ich einfach so sehen, wie sich das Fahrzeug bewegt, dass ich halbwegs verstehen kann oder erkennen kann, was ich zu tun habe, lenkungstechnisch. Es liegt wahrscheinlich einmal jahrelang NASCAR-Zeit in der Liga und da sind wir nur Cockpit-Fuel gefahren. So, Platz bitte, wegfahren, husch. Ort da durch, komm, lass mich vorbei. Ich brauche eine Hupe im Auto, eindeutig. Beim Bremsen macht wirklich der Wagen, was er will. Dass jede Kurve ein Schieben und Gedränge ist, das verstehe ich nicht. Dass da immer krachen muss.
So, jetzt holen wir uns ein paar Plätze. Oh, was ist das denn du? Du gehörst mir. Hier gehört es auch nicht mir. Jawohl. Und schon sind wir auf Platz 4. Ich habe ein paar Felden alles überfahren. Wow, was ist los mit dir? Hallo? Wahrscheinlich gerade die Zuschauer zugewandt oder irgendwas. Das ist auch so eine deppige Kurven da. Da kommen wir auch nie klar. So, perfektes Überholen, schön eine Runde noch. Ah, oh, zu viel geschalten. Oh. Erst noch der Wisch, ja, vielleicht in einer langen Rechtskurve. Das könnte es ausgehen. Sollen wir aufpassen, dass ein Bremspunkt etwas so ein. Ja, bin ich angekommen, ja. Wieso? Bremse viel stärker, wenn ich allein unterwegs bin, so weit genug, weil ich einen Windwiderstand habe wahrscheinlich. Keinen Windschatten. So, pass auf, jetzt hole ich dir. Das war jetzt zumindest der Plan. Ah, es geht nicht aus. Aber Schwung mitnehmen aus der Kurve. Innen bleiben, weil der bremst ist da mächtig. Ich bremse auch natürlich. Jawohl. Die KI bremst hier auch, da fahre ich voll durch. Ah, bin ich schnell unterwegs, aber Gott sei Dank in die Sandkiste gerutscht. Die Kurve hasse ich auch komplett wie die Pest. Oh, oh, Zitronenfalter kommt. Ah, kriegt's mir nicht. Jawohl. Ah, hier zum krönenden Abschluss noch ein Sieg. Wunderbar. Wunderbar. Ein bisschen verbogen, ein bisschen aus der Flucht geschoben, den linken Kotflügel. Naja, mei. Das Rennen 6 von 10, das heißt das nächste Mal gibt es die restlichen 4 Rennen unter der Abstimmung auf das nächste Fahrzeug, aber für heute soll es mal genug gewesen sein. Sage ich danke fürs Zuschauen. Entschuldigung. Ah, mein kratziger Hals meldet sich wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss, ciao. Euer Bitwalker.